Jo, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und willkommen zu einem nach etwas Zeit mal wieder ein Unboxing der CCN4 Box. Genau, also hier hinten steht nochmal Bushido und Animus, Bushido Animus CCN4. Die Box ist eigentlich ganz cool gemacht, so ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen in der Kamera, hier so dieses Muster, egal, ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt gesehen hat, labern wir gar nicht lang drum rum, sondern fangen wir direkt an. Ich nehme jetzt einfach ein handelsübliches Küchenmesser. Leute, hier hinten war so ein Dingens dran. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, ob man das braucht. Ich weiß es nicht. Fangen wir an mit der Box. Darauf habe ich lange gewartet. Na, kriege ich sie jetzt auf? Da haben wir das gute Stück. Oh, einmal der dicke Pullover, dazu kommen wir gleich, also später. Dann haben wir hier einmal das Album oder die zwei Alben, weil Animus oder Bonus EP ist da ja auch drin, keine Ahnung. Dann haben wir hier einen CCN4 Sticker und ach ja, der Comic, das ist mal was Cooles, also das hatte ich noch nicht in meinen Deluxe-Boxen. Warte mal, das macht gar keinen Sinn, wenn ich mir den jetzt angucke in der Kamera. Wie mache ich denn das am besten? Keine Ahnung, da wechsle ich vielleicht gleich nochmal die Perspektive, um es euch besser zeigen zu können. Steht die jetzt hier im Weg, wenn ich die so hinstelle, keine Ahnung so. Und dann haben wir hier noch ein Poster. Naja, sieht doch ganz okay aus, oder? Kann man das gut sehen auf der Kamera jetzt? Wenn nicht, dann lege ich es gleich nochmal auf den Tisch und macht die Perspektive so von oben drauf. Ja, hier haben wir Bushido im Fokus und hier steht nochmal Animus, der aber nicht so gut im Fokus ist. Ja gut, wird man gesehen haben, oder? Ja, sieht man eigentlich ganz gut. Ja, ist ganz cool, also ja. Kann man sich aufhängen, ist auch nicht so groß, nicht so ein Riesenteil. Na, wie geht's jetzt wieder zusammen? So. Ja, genau. Also, ja, kommen wir zum Pullover. Das fühlt sich schon schön dicker Stoff, schön kuschelig, also fühlt sich weich an. Ja, und ich ziehe den mal kurz an. Jo, so Leute, jetzt habe ich auf jeden Fall den CCN4 Pullover an und ich muss sagen, der fühlt sich echt schön weich an. Also ist ein richtig guter, hochwertiger Pullover. Also würde ich echt auch draußen tragen. Gerade zu der Jahreszeit und so, kommt echt gut. Also Daumen hoch dafür schon mal. Und
Ja. Also, wir haben hier ein Poster, ein Comic, was ich noch nicht so, also ich habe jetzt nicht so viele Deluxe-Boxen, aber schon eine kleinere Sammlung. Und ein Comic habe ich halt noch nicht so gesehen. Also ist für mich etwas Neues in der Deluxe-Box. Dann haben wir hier einen Sticker. Ich habe das ja eh alles schon gezeigt und das Album. Ja, genau. Und der Pullover, der echt gut ist. Also, ich finde den echt auch von innen, das Futter oder, also hier der Stoff von innen, fühlt sich echt schön an. Also, ja, ich denke, das ist echt gut für sein Geld. Und das war auch schon dieses Unboxing. Jetzt habe ich die Kameraperspektive gar nicht. Soll ich noch mal kurz? Ich mache noch mal kurz. So, also jetzt noch mal aus der Perspektive hier den Comic gezeigt. Und zwar hier geht's los. Warte mal, sieht man das gut? Sieht man? Na, sieht man das gut? Sieht man das? Genau, hier noch mal ein bisschen gut gemacht. Ja. Sieht echt nice aus. Guter Comic, auf jeden Fall. Ja, habe ich was für heute Abend, wenn ich ein bisschen schmökern will im Bett. Also, ne? Ja, gut. So, das nochmal ganz kurz zu dem Comic. Und das war auch schon das Unboxing. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.